alte Liebe rostet nicht. Das zeigte jetzt mit royaler Offenheit Prinzessin Stephanie von Monaco, dem früheren Enfant terrible und Nesthäkchen der monegassischen Fürstenfamilie. Selbst wenn sich nach einer Scheidung Wege trennen und Interessen verlagern, muss das Tischtuch nicht ganz zerschnitten sein. So hat der einstige Jet-Set-Schmetterling zum 29. Geburtstag ihrer Tochter Pauline, ihren Ex-Mann und deren Papa Daniel Ducruet zur Party an die Geburtstagstafel platziert. Ganz selbstverständlich entstand dabei ein gemeinsames Familienfoto. Stephanie und Daniel haben neben Pauline, die als Modedesignerin arbeitet, auch Sohn Louis. Er und dessen Frau Marie machten die Grace Kelly-Tochter und den Fischhändler und Ex-Leibwächter zu stolzen Großeltern. Im April dieses Jahres erblickte zur Freude der bunt aufgestellten Familie ihre erste Enkelin Victoire das Licht der Welt. Die sehr ungewöhnliche Ehe zerbrach spektakulär vor 27 Jahren. Als Stephanie ihren Mann mit der kurvenreichen belgischen Nacktänzerin Fili Houtemann in Flagranti erwischte. Nachdem sich die Prinzessin und ihr Ex seit ihrer Scheidung die Elternrolle smart teilen, werden sie wohl auch die Großelternrolle gemeinsam genießen. Ducruet war Stephanies große Liebe, doch die Skandalfotos, die ihn auf den Titelseiten der internationalen Presse in innigsten Posen mit der Stripperin zeigten, waren zu viel für sie. Im Oktober 1996 ließ sie sich nach nur 15 Monaten Ehe scheiden. Die Liebeserklärung ihres Ex-Mannes in seinem Buch kam wohl zu spät. Die Kraft unserer Liebe und die Geburt unserer beiden Kinder hatten es geschafft, zwei so verschiedene Welten zu vereinen. Die Disco-Jahre der früher wilden, jüngsten Tochter von Fürst Renier sind längst vorbei, als sie in superkurzen Minis Gesangsauftritte absolvierte. Vergessen die Zeit, wo sie als Model oder Popsängerin mit rebellischer Neigung zur Trashkultur das Rampenlicht suchte. An die Ära der Affären mit Nachtclubbesitzern, Formel-1-Piloten oder den Söhnen von Schauspielern kann man sich aber noch gut erinnern. Es war immer eine Schlagzeile wert. Seit dem Unfalltod ihrer Mutter Fürstin Grazia Patrizia 1982 wurde es geradezu unnatürlich ruhig. Für Stephanie, die mit Mama im Unfallwagen gesessen hatte, kam es zu einer Wende im Verhältnis mit den Medien, die sie zeitweise nicht ausstehen konnte. Bei Jubelfeiern wie zum 700. Geburtstag der Fürstenfamilie sah man sie mit einem neuen Tattoo. Diskret am rechten Handgelenk trägt sie nach Bikerart ein blau-tätowiertes Armband mit einer Blume. Früher demonstrierte Prinzessin Stephanie von Monaco ihre Distanz zur höfischen Etikette noch diskreter, mit einem Tattoo am linken Fußknöchel.